Leo, willst du nicht erstmal dein Kostüm ausziehen? Nein, ich will das nicht ausziehen. Dann lass es an. Aber Leo, pass bitte auf dich auf, ja? Leo! Mama! Klinik am Südring, die Familienhelfer. Auf einem Spielplatz hätte sich der 6-jährige Leo beinahe verletzt. Und das nur, weil er seit Wochen in einem engen Raupenkostüm herumläuft. Seine Mutter Mara ist ratlos und hat deshalb Familienberaterin Diana Richter um Hilfe gebeten, die sie aus der Schule kennt. Leo, willst du das nicht mal ausziehen? Steh doch mal bitte auf. Nein. Leo, du kannst doch nicht den ganzen Tag mit deinem Kostüm hier durch die Wohnung rutschen. Ach, Papa, sag doch auch mal was. Dann lass ihn doch in Ruhe. Mir stört das schon, dass er ein Kostüm trägt. Denn man kann ja nicht mal vernünftig einkaufen gehen oder zu Bekannten gehen, ohne dass er dieses Kostüm trägt. Irgendwann wird er darüber ausgelacht. Das muss nicht sein. Irgendwann ist er darin eingewachsen, dann kriege ich ihn gar nicht mehr darin gelöst. Das glaube ich nicht. Mach mal die Tür auf. Frau Jäger? Ja. Diana Richter. Schön, hallo, dass wir haben telefoniert. Genau. Dankeschön. Mein erster Eindruck von der Familie ist gewesen, dass die Mutter sehr aufgelöst war. Der junge Mann ist wohl im Raupenkostüm fast vom Klettergerüst gefallen, was bei ihr den Anstoß gegeben hat, um Hilfe zu bitten. Hallo, ich bin die Diana. Hi. Hallo. Hallo. Oh, da sitzt noch wer? Mein Vater. Ja, hallo. Diana Richter. Jäger. Schönen guten Tag. Okay. Sie sind aber dabei gewesen, als das mit dem Klettergerüst passiert ist. Und das heißt, weil er, ich sehe gerade, dass er sich als Raupe verkleidet hat, weil er sich hat fallen lassen, einfach so, oder weil er sich aufgrund des Raupenkostüms nicht kurz mehr. In die Küche gehen? Aber sehr gerne. Um ihren Sohn nicht noch mehr durcheinander zu bringen, möchte die 36-Jährige die Situation lieber unter 4 Augen besprechen. Die Alleinerziehende befürchtet, dass die Entwicklung ihres Sohnes unter dem Raupenkostüm leidet, er sich sogar erneut in Gefahr bringt und sucht verzweifelt nach dem Auslöser. Er hatte wohl mal Ärger mit dem Nachbarsjungen gehabt, aber das erklärt nicht das Kostüm jetzt für mich. Naja gut, also wenn jetzt das, im Grunde genommen schon, weil oft ist es so, wenn Kinder sich verkleiden, dass sie sich schützen wollen vor etwas. Und eine Raupe ist ja im Grunde genommen in diesem, später auch in dem Kokon, vielleicht ist er im Moment gerade in diesem Anfangsstadium, um einfach zu signalisieren, das ist so wie mit den Babys, wenn man die puckt, da fühlen die sich geborgen und wohl. Und Kinder in dem Alter, Leo ist 6 Jahre, oder? Mhm. Genau, hatte ich richtig verstanden. Als 6-Jähriger ist das oft, dass man sich noch nicht mit Worten artikulieren kann und dass man dann natürlich gerne auf ein Kostüm zurückgreift, weil man sich da einfach wohl fühlt. Ich meine, es gab schon eine Situation, ich habe die Mutter angerufen vom Tim, das ist der Nachbarsjunge, mit dem die gestritten haben. Danach gab es eine ziemliche Rauferei, aber... Würde das denn zusammenpassen vom Zeitraum her? Wäre das vielleicht ein Anhaltspunkt für mich, wo ich sagen kann, okay. Er hat das so lange an, ich kann das schwer einschätzen. Ich weiß ja nicht, wie lange die Streitigkeiten gingen, aber es ist jetzt nicht so, dass nach dem Streit wirklich dieses Kostüm präsent war. Das war vorher, aber... Es könnte vielleicht zusammenkommen. Es könnte, aber ich kann es mir wirklich nicht mehr erklären. Dann würde ich einfach vorschlagen, wenn Sie nichts dagegen haben, dann versuche ich mit Leo mal ins Gespräch zu kommen. Bei dem Gespräch mit der Mutter kam sehr schnell heraus, dass es einen Streit zwischen seinem Vorschulkumpel Tim gegeben hat. Und dadurch, dass die beiden dann ja auch zusammen in die Schule gehen und das für die nächsten 4 Jahre, hatte ich natürlich die Befürchtung, durch diesen Streit, der vielleicht nicht geschlichtet worden ist, dass das ihn so sehr belastet, den kleinen Leo, dass das diese Folgen haben könnten, warum er sich versteckt und verkriechen will. Das ist dein Zimmer? Oh, und du hast eine Höhle. Und jetzt versteckst du dich ganz weiter hinten. Weißt du denn, warum ich heute hier bin? Die Mama macht sich ein bisschen Sorgen, weil du seit Wochen und Tagen schon das Raupenkostüm anhast. Fühlst du dich denn wohl im Raupenkostüm? Mhm. Hast du vielleicht in der Schule ein Buch mit Raupen durchgelesen? Apropos Schule. Die Mama hat mir erzählt, dass du im Moment ganz dollen Streit mit deinem guten Kumpel Tim hast. Hast du noch Streit mit dem Tim? Nein. Nein, ich höre dich so ganz schlecht. Magst du mal ein bisschen nach vorne kommen?
Wie ist das denn mit dem Tim? Ist der Tim dein guter Freund? Ja. Ja? Hattet ihr Streit? Ja, aber es war schon lange her. Jetzt sind wir wieder Freunde. Und da hat mir wieder seine Karten gegeben. Echt? Okay. Und der Tim, ist, den kennst du aus der Schule? Aus der Vorschule? Weil du kommst ja jetzt bald in die richtige Schule, ne? In die richtige Klasse. Ja? Schule. Was hältst du davon, wenn wir eine Schultüte basteln? Und du zeigst mir, was du alles gerne in der Schule, in dieser Schultüte dabei haben möchtest. Mhm. Hast du Lust? Ich sehe nämlich da oben, da sind Papierbögen. Darf ich mir davon mal einen nehmen? Ja. Da eine große Veränderung, und zwar der Schuleintritt, bevorsteht, wollte ich einfach schauen, inwieweit Leo vielleicht ein Problem in der Schule hat. Und so habe ich ihn eine Schultüte basteln lassen und war natürlich total überrascht, was er da alles reingepackt hat. Auf jeden Fall nicht das, mit dem ich gerechnet habe. Was möchtest du gerne mit in die Schule nehmen? Was braucht man denn so als Raupe? Vielleicht magst du ja nicht als Leo, sondern als Raupe in die Schule gehen. Was ist denn das? Warte, komm, ich versuch's. Es war sehr untypisch, aber ich versuche dir mal zu helfen, aber das kriegen wir da gar nicht alles rein. Okay, wofür steht denn? Das ist ein Bettlaken. Wofür steht das denn? Das ist für mein Kokon. Ein Kokon, okay. Und okay, du bist eine Raupe. Ein Kokon. Aber warum brauchst du denn ein Kokon? Das ist ein Geheimnis. Das ist ein Geheimnis, okay. Ich habe nämlich das Gefühl, dass du dich vor irgendwas schützen möchtest. So, und der Kokon hilft dir dann, dich vielleicht in der Schule zu verstecken vor was. Scheint aber nicht der Tim zu sein. Ist ein Geheimnis, okay. Was hältst du davon, wenn wir der Mama mal unten zeigen, dass du ein Kokon in der Schultüte mitnehmen möchtest? Ist das in Ordnung? Mhm. Ja? Okay. Da Leo mir leider nicht anvertrauen wollte, was ein großes Geheimnis ist, habe ich dann geschaut, dass wir einen Ortswechsel haben, damit ich das Vertrauen, was ich zu ihm aufgebaut habe, nicht wieder kaputt gemacht bekomme. Habe ihn genommen, habe alles an Bastelutensilien mit runtergenommen, weil ich gedacht habe, mit der zweiten Idee komme ich vielleicht weiter. Damit sich Leo im übertragenen Sinne entfalten und sein Geheimnis preisgeben kann, hat Diana Richter eine Idee. Die Familienhelferin versucht, sich in die Fantasiewelt des Sechsjährigen einzufühlen und bastelt der Raupe Schmetterlingsflügel. Doch darauf reagiert der Vorschüler ganz anders als erhofft. So, ich glaube nämlich, dass, wenn die Raupe sich alt genug ist, dann wird da ein... Dann kommt das Bettlaken. Das hast du mir ganz groß erzählt. Mhm. So. Und nach dem Bettlaken gibt es das Stadium, dass die Raupe ein Schmetterling wird. Und das sind die Schmetterlingsflügel. Die habe ich jetzt gerade gebastelt. Nicht kaputt machen. Ich muss sie doch erst noch zusammenkleben. Nein, nicht machen. Leo hatte meine ausgeschnittenen Schmetterlingsflügel genommen und ich hatte noch nicht mal die Gelegenheit, sie mit Tesafilm zusammenzubringen. Da hat er mir direkt einen der Flügel vom Tisch weggerissen, hat angefangen, sie zu zerreißen, ist böse geworden, ist aggressiv geworden, aber mehr so introvertiert. Also er hat nicht laut geschrien, sondern man hat an seinem Gesichtsausdruck und an der Haltung und an der Angespanntheit einfach gemerkt, dass er mit diesen Schmetterlingsflügeln überhaupt nicht zufrieden war. Und dann hat er sich von mir entfernt. Und dann habe ich geschaut, dass ich irgendwie wieder zu ihm Bezug bekommen kann. Du bist wütend. Aber warum bist du denn jetzt so wütend? Uiuiui, Frau Jäger. Ist er schon mal so wütend geworden? Leo, warum machst du das? Hm. Ihm gefällt das nicht, aber... Ja, wir hatten letzte Tage Tag der offenen Tür an der Schule, wo ich mit ihm hingehen wollte. Und da gab es so eine ähnliche Situation, wo er so ein bisschen rumgezickt hat und... Okay, und partout nicht wollte absolut und auch so... Nein, auch. Und dann war er auch sehr trotzig und sehr brollig und... Warum möchtest du denn kein Schmetterling werden? Ich möchte kein Schmetterling sein. Ich möchte auch eine Raupe bleiben. Ich möchte immer klein sein. Aber warum? Dann guck doch mal in der Schule, wenn man größer wird. Da sind ja auch große Mitschüler. Dann kann man mit der Schere selber das machen. Dann hat man viel größere Aufgaben. Warum möchtest du nicht groß werden? Ist doch schön, groß zu werden. Das verstehe ich nicht. Möchtest du nicht erwachsen werden? Auch nicht.
Haben Sie eine Idee? Ich weiß im Moment nicht weiter. Er möchte sich vor irgendwas schützen, vor irgendwas. Ich weiß nicht weiter. Ist irgendwas in der Schule vorgefallen? Wie gesagt, auch ist was mit einem Lehrer aus der Vorschule vielleicht gewesen? Mit einem Lehrer? Was ist denn los? Oh je, ich glaube. Oh, der das Opa. Ist meine Schuld. Die heftige Reaktion des Sechsjährigen öffnet dem Großvater die Augen. Während seiner eigenen Schulzeit musste er schlimme Dinge erleben und hat seinem Enkel davon berichtet. Dabei hatte der 70-Jährige keine bösen Absichten, aber anscheinend unterschätzt, wie nahe die Schilderungen dem kleinen Leo gehen. Ich habe ihm dann erzählt, dass der Lehrer mich auch nach vorne gerufen hat. Ja. Und ja, er hatte dann auch einen Rohrstock. Und, okay, Sie haben aus Ihrer Kindheit, aus Ihrer Schulzeit erzählt. Genau, genau. Okay. Ist das das Geheimnis, was dich so schwer beschäftigt? Mhm. Ja, und du hast gedacht, dass die Lehrer das heute auch noch machen. Aber dir tut keiner was. Die Lehrer machen das nicht. Guck mal, Leo, niemand wird dir irgendwas tun, das verspreche ich dir. Mhm. Und wenn was ist, kannst du zu mir kommen oder zum Opa kommen. Du kannst mit uns reden. Aber ich verspreche dir, dass du dann niemand irgendwie, dass dich da eine haut oder der Lehrer da groß ärgert. Der Großvater von Leo war natürlich total erschreckt. Er wollte seinem Enkel keine Angst einjagen und ihm den Eintritt in die Schule irgendwie vermiesen. Was ich ganz rührend fand, war auch, wie seine Tochter, also Leos Mama, reagiert hat, dass sie nicht böse auf ihren Papa und auf den Großvater war, sondern er dazu appelliert hat, dass man doch demnächst, wenn sowas ist, einfach drüber spricht und sich da besser austauscht. Und ich denke, hier in der Familie Jäger werde ich nicht mehr gebraucht. Mhm. Meinst du, wir können das Raupen Kostüm jetzt ausziehen, die müsste doch ganz schrecklich warm werden. Oder schon warm sein. Ja? Ja. Komm, wir machen das alle zusammen, okay? Die Familienhelferin konnte Leos Geheimnis aufdecken und ihm die Angst vor dem Schuleintritt noch rechtzeitig nehmen. Der Sechsjährige hat einen klasse Start hingelegt und Opa Wilfried ist regelmäßig als Ausflugsbegleitung dabei. Sein Enkel will ihm zeigen, wie sich die Zeiten geändert haben und dass die Lehrer jetzt mit sind.